Und damit wieder einmal hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Folge 9 von Far Cry 5 auf Levelmeister mit mir, dem Omni-Onkel. Nachdem wir beim letzten Mal, naja, relativ noobig eine Nebenmission mit einem neuen Charakter begangen haben, wollen wir uns heute um eine weitere Nebenmission kümmern, und zwar der Zerstörung von Johns Trucks im Norden, Westen und Osten. Wir gucken mal kurz auf die Karte und sehen, dass die hier also rumschippern. Und damit wir da auch gar nicht längeren Zeitverzug reinbekommen, schnappen wir uns direkt ein Fahrzeug und fahren mal in Richtung dieses Konvois. Und gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Auto, komm her. Los geht's. Boomer, du bist bestimmt dabei. Ja. Warte mal, da unten gibt's auch einen. Der ist näher. Dann nehmen wir erstmal den. Wir fahren erstmal da hin. Genau. Auch schön. Niemand bliss. Scheiße, die blissen mich schon. Das ist jetzt mal nicht so geil. War das gut? Oh, scheiße. Ich glaube, das ist nicht gut. Kann in diesem Spiel eigentlich auch mal irgendetwas nach Plan laufen? Kommt mir nicht sehr würdig vor. Das haben wir nicht zu entscheiden. Bring ihn runter zum Wasser. Die Reinigung beginnt heute Nacht. Du musst sie lieben, John. Lass dich von deiner Sünde nicht abhalten. Bring den zu mir. Trotz allem, was du getan hast, kannst du immer noch erlöst werden. Du bist nicht irrtümlich oder zufällig hier. Du bist hier durch die Gnade Gottes. Du hast ein Geschenk erhalten. Nun bleibt abzuwarten, ob du dich entscheidest, anzunehmen. Oder ob du ablehnst. Er wird die Entsühnung erreichen. Oder die Tore nach Eden bleiben auch für dich geschlossen, John. Ja, Joseph. Du wirst bekennen. Jede Sünde, die du je begangen hast, egal wie belanglos. Egal wie klein, ich erweise sie dir. Dann sehen wir, ob du die Entsühnung wert bist. Okay. Könnte interessant werden.
Wenn wir einfach beichten. Wenn wir einfach sofort beichten, wird alles gut, oder? Nein. Erst wird es schlimmer. Wieso? Hör auf die Frau. Weil eine Beichte ohne Schmerz keine echte Beichte ist. Ihr schreibt eure Sünden heraus. Dann tragt ihr sie auf eurem Fleisch, bevor John sie euch abnimmt. Ein wunderbares Gefühl. Verfluchte Peggys! Sei kein Erbarmen. Bleib bei mir. Nach dem ganzen Ärger wollen wir dich nicht wieder verlieren. Okay, hammert jetzt der Manchao. Noch eine. Nein! Hammert jetzt? Hast du schon ein Video von John bekommen? Falls nicht, kommt das noch. Eieiei. Immer dieser Stress. Habt ihr da gelesen, ne? Hey Mann, wie läuft's? Ja, ist super. Sir, einen schönen Tag. Hey, Mister. Diese Verblendeten, jetzt laufen sie davon. Komm mal bei. Hier sind etwas hitzig. Ich bin Jerome, der Pastor von Fort Sand. Danke für deine Hilfe. Aber es ist noch nicht vorbei. Die Sekte verlagert den Rest der Gefangenen. Merle haben sie auch. Die Zeit läuft. Nimm dir, was du tragen kannst und rette sie. Okay. Ich rufe ein paar unserer Leute zusammen. Wir werden sie brauchen, wenn wir das durchziehen wollen. Was wäre das gewesen? Fuck! Wir müssen zu ihm! Scheißdreck! Schwerung geschossen. Ich suche mir eine bessere Stelle! Okay. Gehen wir mal Luki Luki machen. Ewig verstecken ist!
und erwarten, dass wir vor ihnen kriechen. Sie preisen, sie wählen. Ich wollte was herstellen. Und ich muss dich nicht unseren Teil beitragen. Ich war auch. Ich war verzweifelt. Ich stamme aus einer Welt, die keine Beachtung findet. Doch meine Kinder kommen zu uns. Dafür werden die Peggys bezahlen. Die uns. Alles voll. Das ist einfach, die Sekte allein zu bekämpfen. Was ist mit dir hier? Das heißt, Pastor Jerome hätte einen der Kürti gerettet. Muss ziemlich heiß hergegangen sein. Wenn der Kult dich will, dann kriegt er dich auch. Jetzt hörst du mir den Arsch gerettet. Wenn du schießen kannst, ohne dich jeden Fall tot. Danke. Hilft dir jetzt? Deswegen gehen wir da jetzt auch mal hin. Ach, Scheiße. Da wollte ich doch nochmal den Wingsuit benutzen, aber nö. Oder so. Manchmal ist die Steuerung etwas seltsam. Scheiße! Danke, Deputy. Ich dachte schon, dass du... Deputy, wir schicken dir einen Helikopter, der dich abholt. Halt einfach die Stellung, bis er da ist. Geier, geh die Welt unter. Was jetzt? Muss nicht so lange die Stellung halten, oder was? Wer noch? Bleib rechts, schaffen und stark. Ja, ja. Wo der noch? Da unten. Boah, jetzt reicht's mir aber langsam. Oh Mann, ey. Das kotzt mich jetzt schon wieder an, ne? Aber egal. Egal, das wird schon werden. Schließlich sind wir absolute Vollprofis. Finde Merle, ja, schon passiert. Guck mal, jetzt hilft es. Oh, ein bisschen einheizen. Was sind denn alle? Thank you.
Da hängt er. Sorry. Gepult auf Friendly Fire. Doch nicht. Echt peinlich manchmal. Egal. Wir gehen rein. Mann, mein Puls ist auf eine Million oder so. Ja, meiner auch. Der Beauty, du hast uns wirklich den Arsch gerettet. Wer weiß, was diese Mistkerle mit uns vorhat. Och, nix wahrscheinlich. Die wollten nur spielen. Ach, nee, nee, nee. Das ist echt kinoreife Unterhaltung. Gebiet scheint so. Ein mächtiger Gott. So, einen schönen Tag. Damit zu sein. Die Hudson steckt in Schwierigkeiten. Okay. Gott sei Dank. Das muss ich erstmal verdauen. Das muss ich allerdings auch erstmal verdauen. Meine Fresse, ey. Ich glaube das ehrlich gesagt auch nicht. So. Da unten blinkt was. Ich habe es gesehen. Wir gehen da mal hin. Dann machen wir das noch. Und dann... Oh Gott. Oh Gott, ich glaube, das geht's. Tja, sorry. Scheiß mal. Wieso lebt denn der noch? Viel Phrase. Sorry, Bro. Na gut. Ich gehe mal wieder da hoch zu dem Kollegen. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Hello. Gucken mal.
Ah, okay. Okay. Hier gibt es eine ganze Menge Hubschrauber, da hinten gibt es einen Waffenladen, da gehen wir jetzt im Innen, verkaufen lustige Sachen. Das erreiche Falls End, okay. Das ist noch ein... Oh shit, Außenposten offensichtlich. Genau, aber eigentlich wollten wir immer noch das hier machen. Schauen wir doch mal. Erstmal gehen wir jetzt zum Waffenladen. Yes. Es geht leicht, gegen die Sekte anzugehen, wenn die einfach einen Luftschlag haben. Nee, ist überhaupt nicht einfach. Das gibt's ja nicht. Wer stört denn jetzt schon weg? Alter Vater. Genau, komm. Kümmere ich mich mal. Wir gehen mal auf eine erhöhte Position. Gibt es da ja durch Zufall so etwas wie einen scheiß Raketenwerfer? Wo ist der Hubschrauber? Das gibt's doch nicht. Hallo. Das war nix. Scheiße. Mach's Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich will... Du willst auch noch spielen, ne? Rosa. Hallo. Bärchen? Bärchen. Bärchen? Bist du weg? Gut. Du hast meinen Waffentypi. Er hat tatsächlich meinen Waffentypi platt gemacht. Es ist echt zum Mäusemelken, ne? Das ist, glaube ich, auch nicht das Beste. Das ist ein scheiß Vielfraß, ey. Wie viel kann er denn? Himmelarsch. Der überlebt wahrscheinlich auch nicht. So. Munition, okay. Wir holen uns mal kurz die Waffen. Ich raste gleich aus. So. Nicht mit Commander. Was zum Lesen. Yeah. Okay. Gut. Gucken wir dann mal, was die Typen jetzt da hinten zu sagen haben. Wahrscheinlich nicht viel. Mein Waffenhändler ist natürlich auch verstorben. Also bringt das alles nichts mehr. In diesem Sinne würde ich sagen, beende ich an dieser Stelle wieder die Folge. Sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal mit der Mission Konvoi zerstören. Macht's gut und tschüss.